Benzinmotor. Beeindruckend kraftvoll, erstaunlich effizient. Der Ford Focus mit EcoBoost-Technologie. Jetzt Probefahren in einer unserer 12 Filialen in Südbaden. Ernst und König, wir bewegen Baden. Honda TV vom Spitzenspiel in der Oberliga Baden-Württemberg stand sich gegenüber der Balinger SC und der SSV Ulm. Endstand nach 93 Minuten 1:0 aus Sicht des BSC. Bei mir nun der frühere Trainer vom BSC, Rainer Schering, und auch Bundesligaspieler von SSV Ulm. Rainer, herzlich willkommen hier in Balingen, wieder mal nach langer Zeit hier gewesen. Dein Fazit zum Spiel heute? Ja, ich glaube, wir haben einen verdienten Sieg des Balinger SC gesehen. Wie du richtig gesagt hast, hat mich sehr hergetrieben, natürlich wegen Balingen. Ich komme immer wieder gerne hierher, bin auch sehr verbunden, aber natürlich auch aus alten Erinnerungen. SSV Ulm hat gerade mit meinem alten Kollegen Holger Betz, der ja immer noch im Tor steht, gesprochen. Und ja, war ein schönes Spiel aus schwierigem Geläuf, aber am Ende doch mit dem verdienten Sieger. Hätte aber können noch am Schluss 1:1 ausgehen, wenn man viel Zeit von Chancen, wo Balingen herausgespielt nicht genutzt hat. Wäre natürlich unverdient gewesen, aber... Ja, so sind dann der Lauf der Dinge natürlich. Balingen hätte den Standpunkt schon sicherlich mit 3-4 Toren Unterschied führen können. Aber am Ende des Tages, wenn du nur mit einem Tor führst, kann sich natürlich auch nochmal treffen. Wir hatten die Schusschance gesehen vom SSV Ulm. Aber da blieb dem BSC das Glück hold. Und wie gesagt, es war am Ende aber auch verdient. Wenn man sieht, Balingen gegenüber letzter Runde. Wie hast du jetzt den Balinger SC erlebt? Ja, Balinger SC hat sicherlich die beste Mannschaft in der Oberliga. Für mich auch klar mit in der Favoritenrolle dieses Jahr zum Aufstieg. Wenn man das Quäntchen Glück hat, die Mannschaft ist sehr, sehr gut, macht einen guten Job, der ganze BSC. Und darum bin ich sehr positiv und optimistisch gestimmt, dass es dieses Jahr auch ganz nach oben reichen kann. Und trotzdem bescheiden Wetter, heute fast 1000 Zuschauer, also es boomt beim Bahn, oder? Ja, man weiß immer, wenn es läuft, kommen alle, macht alles richtig. Und so ist es auch dann mit den Zuschauern und es freut mich, dass wir jetzt an die vierstellige Zuschauer Summe kommen und hoffen wir, dass es sportlich so weitergeht. Ich bin zuversichtlich, die Mannschaft ist fit, ist technisch gut, spielt taktisch gut, auch die umgestellte Dreierkette tut der Mannschaft gut und bin zuversichtlich, dass es so weiterläuft. Kurz noch zu dir, du bist jetzt Verbandssportlehrer vom Badischen Fußballverband, ein Rentnerjob oder irgendwann mal wieder Lust auf die Trainerbahn zurückzukehren? Ja, ich war jetzt 15 Jahre Spieler, jetzt 12 Jahre Vereinstrainer, jetzt bin ich seit 1,5 Jahren mal beim Verband. Auch eine neue, interessante Aufgabe. Ich bilde Trainer aus, ich bilde sie fort. Ich trainiere die Top-Talente auch vom KSC und von Hoffenheim. Aber man weiß nie, wie es im Fußball kommt. Ich bin schon ein Typ, der dann irgendwann auch wieder was Neues beginnt und vielleicht auch bald wieder als Vereinstrainer. Und was Altes vielleicht hier beim Team Südbaden-Solpass, beim Hallenturnier in Herbolzheim? Ich denke mal, wenn es einigermaßen geht, bist du mit deiner alten Haudegen dabei? Ja, also wenn es Termin nicht geht, schön. Ich bin natürlich eigentlich zu alt mit 48 Jahre, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich noch ein bisschen mitspielen darf und wenn es Termin nicht passt, komme ich sehr gerne natürlich zum Doppelpass-Team wieder. Kicken tue ich immer noch gern.